Hallo, liebe Pico-Freunde. Bezüglich des Benefizwagen ist es jetzt nun soweit, dass wir das Muster da haben. Ich wollte mich nochmals recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie so zahlreich den Wagen gekauft haben und mit Ihrem Kauf auch die Spende ermöglichen, die wir jetzt dann an die entsprechend ausgewählten Institutionen vergeben wollen. Hier nochmal kurz den Wagen, der ist jetzt bereits produziert und ist derzeit in einem Container und kommt demnächst nach Sonneberg und kann dann hoffentlich im September ausgeliefert werden. Es war nicht ganz so einfach, dass wir die Spendenempfänger ausmachen konnten. Unser Marketingassistent Alexander Meyer hat also doch eine ganze Reihe von Zeit, eine ganze Reihe von Wochen gebraucht, um in den betroffenen Gebieten Empfänger auszumachen, weil die Kommunikationsmöglichkeiten sehr eingeschränkt sind. Manche funktionieren bis heute noch nicht. Und wir haben jetzt also zwei ausgemacht, denen wir die Spende überreichen wollen. Und zwar einmal 50.000 Euro an das Marienhospital in Erftstadt für den kompletten Wiederaufbau. Und jetzt würde ich dann mal den Scheck an das Marienhospital unterschreiben. So, den Scheck möchte ich jetzt dann mal kurz unterschreiben. Der zweite Empfänger ist die katholische Kirchengemeinde St. Laurentius in Ahrweiler. Hier werden wir das Mobiliar für die Kindertagesstätte mitfinanzieren und dazu gibt es dann einen zweiten Scheck, ebenfalls mit 50.000 Euro, den ich jetzt auch unterschreiben werde. So, das waren jetzt die beiden Schecks für die katholische Kirchengemeinde und das Marienhospital. Und ja, der dritte Empfänger mit 24.000 Euro sollte ja diese Eisrodelbahn in Königssee sein. Hier gestaltet sich jetzt die Entscheidung noch etwas schwierig, weil der Finanzkreisausschuss noch prüfen muss, ob diese Institution die Spende auch annehmen darf. Nun gut, falls es nicht klappt, werden wir uns dort jemand anders aussuchen. Aber das sind jetzt erst einmal die zwei ersten, die wir dann übergeben. Und nächste Woche am Montag, den 30. August, wird unser Vertriebsleiter, Herr Jens Bayer, in die beiden Gemeinden fahren und dort die Schecks dann überreichen. Vor der Scheckübergabe zeigen wir Ihnen eine Luftaufnahme des Marienhospitals in Erftstadt unmittelbar nach der Flutkatastrophe. Picos Vertriebsleiter Jens Bayer übergibt dem Stiftungsvorstand Dr. Rips und dem Verwaltungsdirektor Schall den Spendencheck über 50.000 Euro. Mit dem Betrag soll der Wiederaufbau der vollständig zerstörten Klinik unterstützt werden. Begonnen werden soll mit der Notfallambulanz. Im Anschluss daran fuhr Herr Bayer nach Ahrweiler zur Scheckübergabe an den Kindergarten St. Laurentius. In der Hofanlage des Klosters Kalvarienberg übernahm Pfarrer Jörg Meyer, der Verwaltungsratsvorsitzende Paul Rademacher sowie die stellvertretende Kita-Leiterin Anja Braun den Spendensteck. Hier befinden sich auch die noch umzubauenden Räumlichkeiten des Klosters Kalvarienberg, dem Platz, wo der Kindergarten eine neue Heimat gefunden hat. Nach Ferienende können bereits die ersten Kinder in der neuen Einrichtung betreut werden. Hier noch ein Blick vom Kalvarienberg auf die Ahr mit dem mittlerweile normalen Pegelstand. Also, liebe Pico-Freunde, ich will Ihnen jetzt noch mal den Wagen zeigen. Der ist jetzt schon als Muster gekommen aus der Produktion. Und hier, Sie haben ja schon gesehen, wie er ausschaut, aber ich wollte Ihnen den einfach noch mal kurz im Original jetzt zeigen. So wird er dann also zu Ihnen kommen und wird dann sicherlich einen guten Platz bei Ihnen auf der Anlage oder in der Vitrine bekommen. Nochmals herzlichen Dank.